Jo, hallo Leute, in diesem neuen Video will ich euch drei coole und ziemlich gute 0.15 Server vorstellen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Und dann, ja, stelle ich euch mal den ersten Server vor. So, der erste Server ist der Toxmania Server oder Toxmani Server eher gesagt. Und ja, das Gute fand ich hier, es gibt einen schnellen Login. Es ist eine sehr übersichtliche gestaltete Lobby, sage ich mal. Also man kann sich da gut zurechtfinden mit bestimmten Pfeilen bzw. Schildern. Sie bieten Survival Games, QSG, also Quick Survival Games, Skywars, Aura PvP und Lucky Skywars an. Bei Lucky Skywars bin ich mir nicht sicher, ob das Ganze Lucky Skywars heißt oder ob das einfach nur das Normale ist. Weil es einmal ein Lucky Skywars gibt und einmal ein normales Skywars, deswegen war ich da ein bisschen verwirrt. Ja, meistens sind die Server sehr voll, deswegen habe ich jetzt kein Gameplay. Vielleicht kann ich noch eins von einem anderen YouTuber einblenden und ja, ansonsten sollte es, glaube ich, normal funktionieren. So, der zweite Server ist der Onash PE Server oder Onash PE Server. Ich weiß es nicht, wie man ihn wirklich ausspricht, aber ja, so viel dazu. Könnt ihr mich gerne irgendwie, falls das irgendwie gehen sollte, in den Kommentaren berichtigen. Ja, er bietet einmal den Shop, die Kits und den PvP-Bereich an. Beim Shop kann man sich bestimmte Upgrades kaufen, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und bei dem Kits-Bereich kann man sich einfach dann die Kits wählen, die man dann im PvP-Bereich auswählt. Beim PvP-Bereich haben sie alles sehr gut umgesetzt und ja, dort muss man halt einfach dann nur gegen einen Sponge bzw. einem Schwamm dann drücken und dann wird man sofort in eine Arena teleportiert. Das Ganze ist so gestaltet, dass man einen Spawnpunkt hat, dann hüpft man nach unten in die Arena rein und dann kämpft man. Ja, so viel dazu. Das Gute fand ich hier und das Überzeugende fand ich hier. Deswegen ist es auch zurzeit mein Lieblingsserver, dass er wirklich ohne Lags läuft. Es macht richtig, richtig Spaß, darauf wieder zu zocken, weil es einfach mal richtig flüssig läuft und oder natürlich nicht richtig flüssig, wie man es in PC-Versionen gewöhnt ist, aber so, dass es spielbar ist und mehr als spielbar, sage ich mal. Die Sachen buggen sich nicht aus dem Inventar, man kann die Sachen ganz normal aufheben und lieber habe ich dann nur einen Spielmodus, dafür läuft er aber dann richtig und dafür bleibt der Server dann auch mal eine längere Zeit online, anstatt 50 Milliarden Spielmodis, die aber eh alle nicht funktionieren und allein, wenn man in der Lobby rumläuft, eine FPS-Anzahl von, keine Ahnung, 2 hat oder so. Also da finde ich, das haben die ziemlich gut umgesetzt und das freut mich auch. Ja, der letzte Server ist natürlich Lifeboat Survival Games und ja, irgendwie, sie sind immer ziemlich schnell auf dem neuesten Stand, auf der neuesten Minecraft-Version, aber bekommen es nicht hin, ordentliche Spielmodi zu erstellen. Weiß ich nicht, ich konnte nicht mal in eine Runde gehen, weil mein Account jemand anderes schon benutzt hat und ich kann meinen Namen ja nicht ändern, wegen diesem Xbox Live-Ding. Und das ist halt das Problem. Deswegen kann ich nicht mehr auf Liveboat Survival Games spielen. Ja, zudem ist in der Lobby irgendwie, was ich gar nicht verstehe. Ich finde sie viel zu groß. Ich finde, dass dort PvP aktiviert ist, geht irgendwie so gar nicht. Man wird zwar nicht weggekickt, aber man kann die Leute dort töten. Und generell ist einfach die Lobby viel zu groß einfach, sie braucht 50 Stunden, um zu laden. Der Server hat zwar viele Spielmodi, aber wie schon gesagt, lieber wenig oder nur einen, aber dafür normal und flüssig. Kids sind auch dabei, finde ich ganz cool, kann man auch machen, aber ich kann es leider nicht benutzen und eigentlich sehr schade. Deswegen, ja, wird es bei mir auf meinem Kanal kein Liveboot geben. Fazit ist, mir gefällt der Onash PE Server oder Onash, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, am besten. Und ja.
Das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Dann weiß ich, dass euch so etwas gefällt. Und IPs stehen alle unten in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Video.